Hallo Welt, da sind wir wieder in Fallbrook auf der Unreliable, auf dem Planeten Monarch. Please keep the kitchen area clean and sanitary. Aber natürlich, alles sauber halten hier müssen wir, dürfen wir. So ein bisschen Fleisch können wir auch hier reinschmeißen. Wir haben so viel gesammelt hier auf Monarch. Tabak? Tabak hätten wir doch in die andere Kiste schmeißen können. Schnaps. Oh nein, was haben wir da reingeschmissen jetzt? Was war das letzte? Alkohol? Ach, Adrenalinunterdrücker war das? Das war zu schnell gedrückt. Das hier muss da rein. Und Tropicale Pasta Packungen, okay. Saft. Purple Berry Crunch und Purple Berry Bunch. Und Wasser? Scheinbar auch. Borsttaschen, die sind neu. Und ja, okay, Alkohol kommt in den anderen Kühlschrank. Hier haben wir aber noch eine Flasche mit Ketchup. Purple Berry Lunch. K.O.-Riegel. Das war doch richtig mit den K.O.-Riegeln hier drin, oder? Ja. Spacer's Shaw, eine Dose Spacer's Shaw, Nikotinrausch, oh, das kommt aber auch woanders hin, Alkohol, hier haben wir noch ein paar Chips, ja, die müssen wir aber schon im Inventar behalten, ja, wir tun eine Tüte mal hier rein, eine kommt da rein, so, das auch, und der Rest sieht mir nach Alkohol aus und irgendwo hatten wir Nikotin gerade noch. Also Alkohol, Wodka, sehr schön. Und Alkohol, rein damit. Und hier auch Alkohol. Alkohol. Dann haben wir hier noch einmal Nikotin und hier haben wir noch einmal, was ist das? Tabak. Ach, das gehört aber doch in den anderen, zu den Essensteilen, ja, Speise. Ein Kilobeutel mit Tabakmaiskolben. Ja. Das ist gut. Das ist schön. Liebe Welt da draußen, wenn wir erstmal die ganzen Sachen hier kennen so richtig, dann wird das erstmal richtig interessant für uns. Dann nehmen wir uns das gezielt hier raus und wir haben den Kühlschrank voll mit Kram. Hier ist doch auch eine Salbe, die gehört doch auch nicht da rein. Ach, das ist Soße. Das sieht auch nach Likör oder so aus. Adrenalinunterdrücker. Warum nutzen wir das eigentlich nie? Wenn man es nicht nutzt, lernt man es ja nicht kennen. Ach. Erstmal, ich sagte doch schon in der letzten Folge, erstmal müssen wir sammeln. Wir müssen uns erstmal einen Vorrat anlegen an Zeug. Anders geht das nicht. Would you like a reminder on when your next shower is scheduled? Die nächste Dusche, habe ich eine Dusche hier? Ja, es gibt da hinten irgendwo so einen Duschbereich, tatsächlich. Wir haben noch Nikotin gefunden. Ja. Die haben wir hier reingetan. Und die Äpfel auch. Pff. Jetzt geht's aber rund. Koffein auch. Koffein gehört aber auch in den Kühlschrank, meine ich. Nikotin ist okay und die ganzen Drogen. Aber Koffein, das können wir doch in den Kühlschrank stecken. Antibiotika. Gesichtsmaskenhautcreme. Na. Adrenalinunterdrücker hatten wir doch auch hier im Kühlschrank, oder nicht? Sind aber eher Drogen. Ja, das hätte ich ganz gerne noch irgendwie anders sortiert mit den ganzen, ja, nach Chems und so. Was sind Drogen? Was sind
Lebensmittel und so, Nikotin. Naja, das wird schon so richtig sein, wie wir das gemacht haben hier. Kurzzeitig intelligenzerhöhender Pilz. Oh, Denkerkäppchen. Oh, das ist gut. Einblick. Aufladerate der taktischen Zeitdilatation für plus 50% hält 15 Sekunden. Setzt die Denkerkappe auf. Davon nehmen wir aber mal zwei mit. Ja, für Gespräche und so. Da müssen wir nur immer vor den Gesprächen das umtauschen oben hier in unserem Inhalator in der Wasserpfeife. Müssen wir eine andere Mischung reindrücken dann. Ja, das wird aber ein Gesuche. Ja, aber das ist eben RPG. Das ist so normal. Hält 15 Sekunden nur? Das geht ja gar nicht. Ach komm, dann... Oder? Wer unterhält sich denn 15 Sekunden nur? Ja, das ist für die Zeitdilatation. Nee, dann lassen wir das hier. Aber da gibt's bestimmt noch andere Intelligenzdinger. Oder wenn man Intelligenz bleiben würde, wenn man das öfter nutzt. Wachmacherpille. Boah, das ist so viel. Das ist genial. Und ich gucke jeden Tag oder fast jeden Tag immer im Internet nach Neuigkeiten zu The Outer Worlds. Ja, es steht immer sowas von 20 bis 40 Minuten Spielzeit, je nach Spielstil. Aber auf gar keinen Fall. Wie? Wie? Auf gar keinen Fall. Vielleicht, wenn man wirklich alles kennt und alles schon kennt. Dann vielleicht beim zweiten Durchlauf oder beim dritten Durchlauf. Aber keine Chance bei uns, auf gar keinen Fall. Ich komme hier, das ist so viel. Ja, wie so in den meisten Titeln, oder? Wenn es RPG heißt. Sollte das schon viel sein. Koffein wollten wir drüben reinschmeißen. So, einmal zur Sache kommen. Dürfen wir duschen? Das liebe ich ja auch ganz besonders an Titeln, wenn man da irgendwo tatsächlich dann duschen gehen darf und so. Abigail. Der erste Schraubenschlüssel, den mir Dad je gab. Eine echte Freundin in jeder Not. Parvati. Ich dachte, das wäre neu. Lauftempo plus 20. Ja, das wäre für uns ganz schön gut unterwegs. Koffein zum Einschmieren. Voll praktisch. Ach so, den Apfel können wir mal hier reinschmeißen. Wie viele haben wir? 5 nur. Und dann hatten wir doch hier auch noch welche mitgenommen. Warum haben wir so wenige? Ich hoffe, wir haben die von drüben mitgenommen. Hier ist nur eine drin. 10 Stück waren von diesen Chipstüten da drüben. Die heißen Tilleritos. Müssen wir uns unbedingt mal merken. Mit Habaneros drin. Und die anregende Salbe kommt jetzt auch hier rein. So, oh, da haben wir gerade zweimal diese anregende Salbe. Das ist jetzt schon wieder, obwohl wir das in 3 Teile und noch mehr aufgeteilt haben, ist das trotzdem schon wieder ganz schön viel und etwas unübersichtlich alles. Aber wir machen das schon. Wir werden das Ganze schon bändigen hier. Was sagte ich, Chips? Nö, die haben wir rausgenommen. Da waren noch 10 Stück. Ja, dann. Ist doch gut so. Adreno 88 haben wir davon. Cool. Ah, davon findet man zum Glück immer ein paar. Chips müssen wir noch mal kaufen. Tilleritos heißen die. Tilleritos. Von Tille hergestellt. Ach, endlich geschafft. Wie war das mit der Dusche? Dürfen wir jetzt duschen? Prost. Oh oh. Ist das gut für ein Raumschiff? Ah. So. Ja, genau, duschen. Hey, die funktioniert nicht. Die ist kaputt. Ah. Wir lassen das mal auf, damit es da drin nicht so müffelt. Aber dann riecht sie ja in der Küche schön danach. Oh. Ja, das muss nicht sein. Wollen wir runter oder bleiben wir hier? Machen wir hier noch ein bisschen Sightseeing. Na? Hey, Cap.
Du bist raus aus der Crew. Das ist gefährlich. Warum steht das da? Das sollte rot sein. Leb wohl. Haben wir unsere Tech-Sachen schon angezogen? Ich glaube nicht. Können wir unten immer noch anziehen. Hey, Papa. Remember, items in the hold may shift during takeoffs and landings. Ja, verrutschen können die Sachen im Frachtraum. Ah, wir haben einen Frachtraum. Ja, die sind alle nicht angeschnallt hier unten, die Sachen. Stehen einfach nur so da. So, jetzt ziehen wir uns aber endlich um und reparieren unsere Sachen. Sollen wir das nicht hier lassen? Na, wir gucken mal, was wir jetzt machen. Waren hier drin nicht Sachen zum Verbessern und so? Ach, die ganzen Modifikationen. Was machen wir denn jetzt damit? Alles mitnehmen, gezielt rausnehmen, denke ich. Das sind so viele, wenn wir die jetzt alle einpacken, dann... Nee, wir nehmen gezielt was raus, was wir haben wollen. Und zwar wollen wir verbessern erstmal die Waffen. Wir haben hier das Jagdgewehr Ultra. Ja, genau. Jagdgewehr Ultra. Das ist besser als das unseres, oder? Unseres sehen wir jetzt nicht. Okay. Nehmen wir mal mit. Und dann haben wir hier das Sturmgewehr Ultra. Ist auch besser als das Sturmgewehr, das wir dabei haben. Dann ein leichtes Sturmgewehr MK, darum kümmern wir uns später. Ich dachte, das wäre für unsere Begleiterin vielleicht ganz gut. Aber sie hat ja diesen Trommelwirbel auf ihrer Waffe. Also irgendeinen Spezialeffekt, glaube ich, hat sie drauf. Kleidung wollen wir hier nicht verbessern. Und wie gesagt, die Modifikationen nehmen wir uns gezielt raus. Wobei, jetzt würde ich ganz gerne meine Waffe mal sehen, was die so drauf hat. Aber ist doch gut. Wir sehen das doch hier sowieso. Wir brauchen ein größeres Magazin. Wir brauchen einen Flüsterlauf und Weitsichter ist ja schon drauf. Waffenreichweite plus 25%. Also Magazin und für den Lauf brauchen wir was. Okay, Magazin. Nee, Schadenstyp ändern wollen wir gar nicht. Hier. Schadenstyp Schock, nein. Und schwupp. Endstrahl, Schaden minus 50. Magazingröße, da hätten wir doch schon was, genau. Ja, Magazingröße und was war das andere hierfür? Lauf. Für den Lauf brauchen wir noch was. Ja, diesen Flüsterlauf hätte ich ja gerne drauf. Hier. Spaßkanone, kritischer Schaden plus 25. Nein. Flüsterrohr, genau. Schussgeräusch wird minimiert. Okay. Ja, und wir haben als Modifikation den Weitsichter. Die Waffenreichweite plus 25%. Plus 25. Superscope würde ich ganz gerne drauf machen. Aber wenn die Waffe dann nicht so weit schießt, ist das auch nicht gut, oder? Das haben wir auch nur einmal. Ich dachte, wir hätten das schon öfter gefunden. Meistens verbaut, glaube ich, sofort. Ja, dann lassen wir das mit dem Lauf. Schauen wir uns mal lieber das nächste an. Adlerauge Sturmgewehr. Hier haben wir das Sturmgewehr Ultra. Sind die dann wirklich... So gut ist das gar nicht, oder? Das Ultra. Ja, weil wir es noch nicht verbessert haben. Das ist aber Stufe 20. Richtet Schaden so schon ohne Verbesserungen. Moment, das hier haben wir ein paar Mal verbessert, glaube ich. Stufe 17. Sehen. Das könnten wir aber auch noch mal mehr verbessern. Da ist auch schon das große Magazin drauf. Wie viele große Magazine haben wir denn? Das war doch hier unten. Drei haben wir davon noch. Nehmen wir noch mal eins mit für das Sturmgewehr. Da haben wir das Magazin. Dann ein Visier, ein besseres Visier. Da können wir das Scope anbauen. Gyroskop. Fernkampfstreuung, minus 20. Na, das brauchen wir da, glaube ich, nicht. Das Flüsterrohr auch nochmal. Ja, für das Sturmgewehr vielleicht nicht unbedingt. Großvisier. Schaden nach Rüstung. Plus 15. Na, weit gucken möchte ich damit. Eigentlich das hier. Nee, Sturmgewehr doch nicht.
Da sollte schon was drauf. Weitsichter, Waffenreichweite plus 25%. Waffenreichweite hier auch. Also wir haben das Magazin und den Lauf. Ja, den Flüsterlauf haben wir aber nicht drauf. Nein, wir haben nur das Magazin dafür. Also können wir hierfür noch ein Rohr aussuchen, einen Lauf aussuchen. Laufmodifikation. Hier, Flüsterrohr entweder. Schön leise machen das Ding. Gyroskop. Nein, das ist wieder was anderes. Das brauchen wir auch. Aber das wäre das Einzige, was wir gerade machen können. Aber davon haben wir nur noch eins. Das sparen wir uns mal auf. Ach hier, da, Spaßkanone. Kritischer Schaden plus 25. Ja, haben wir 5 Stück von. Nehmen wir mal drauf. Und dann brauchen wir doch hierfür noch ein Visierteil, oder? Visier. Müssen wir aber auch die richtigen Mods dann nehmen. Visier. Ja, Weitsichter eigentlich. Da haben wir 7 Stück von. Kann ja nicht schaden. So, dann haben wir noch Kleidung. Hier wollten wir die Schutzkleidung. Moment, Dialogfertigkeiten. Ja, da wüsste ich nicht, was wir da drauf machen sollen. Noch das hier wollten wir, glaube ich, verbessern. Das ist aber Langwaffen schön, aber das Ganze ist ja vom Rüstungstyp Mittel. Wir sind ja eher so die Leichten. Also wir tragen ja lieber leicht. Von daher, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, was wir draufschrauben sollen. Ein Gerät können wir da noch draufschrauben. Können wir das hier nach Geräten auch sortieren? Ach, da sind doch Bilder drauf. Müssen wir uns doch nur merken, wie das aussieht. Hier sind die Zahnräder zum Beispiel, das sind Fähigkeiten. Hier haben wir Fertigkeiten, das sind die Punkte. Und dann haben wir noch die Explosionen hier, das sind die Geräte. Und wir brauchen hierfür noch ein Gerät. Und wir haben nur eine Gerätemodifikation und das ist Chronofeldaggregator. Das ist für draußen, okay, Chronofeldaggregator. Rüstungsmod Gerät erstellt für jeden deiner kritischen Treffer einen Teil deines TZD wieder her. Dieser Effekt hat eine Abklingzeitmodifikation in Chronofeldaggregator. Muss jetzt echt nicht sein. Ich habe da noch nichts Gutes gefunden. Was haben wir denn auf der anderen? Hecken 7 hier. Was haben wir denn auf der anderen? Die sehen wir jetzt leider nicht. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet mit den Modifikationen. Ach, hier haben wir noch was. Dialogfertigkeiten. Ein Gerät passt noch dran und Panzerung passt noch dran. Panzerung war... Haben wir jetzt hier gar keine Modifikation? Oh, das ist aber schade. Da haben wir nur Fähigkeit, Fertigkeit und dann als einziges hier noch das Gerät. Und die Panzerung sehe ich jetzt noch nicht. Okay. Oder? Nee, das ist so nach den Bildern schon richtig, wie wir das gedacht haben. Panzerung wäre interessant. So, haben wir gespeichert? Jetzt können wir speichern. Ja, dann bauen wir uns mal eine schöne Waffe zusammen hier. Modifizieren erstmal. Genau, Jagdgewehr Ultra. Das machen wir uns jetzt erstmal richtig schön. Erstmal kommt ein Lauf drauf, das Flüsterrohr natürlich. Drauf damit. Und dann auf das Jagdgewehr kommt noch ein größeres Magazin. Und das war's dann mit dem Jagdgewehr, oder? Weitsichter, Waffenreichweite plus 25%. Oh, das ist doch gut, meine ich. Genau, und das andere Weitsichter hier auch nochmal. Weitsichter, Waffenreichweite plus 25% kommt ja auf die andere Waffe. Und zwar auf das Sturmgewehr Ultra. Das wäre dann dieses hier. Ja, schön. Erstmal die Spaßkanone drauf. Für kritischen Schaden plus 25%. Dann die Magnum, ein größeres Magazin. Jetzt fasst es... Ja, plus 50%. Jetzt fasst es also wie viel? Sehe ich jetzt nicht. Magazingröße 36 jetzt und dann 12 mehr. Und natürlich hier den Weitsichter auch noch drauf. Maximale Reichweite.
Effektive Reichweite 78. Oh, Moment, das ist doch auch gut zu wissen. Effektiv ist es noch auf 78, also knapp 80 Meter. Und Maximalreichweite hat es aber 312. Da müssen wir zwar öfter schießen, aber treffen immer noch. Das ist ja nicht schlecht. Und es wird um 112 jetzt verbessert, ja? 312, immer noch. Ah, das ist die Verbesserung, die wird schon draufgezählt. Magazingröße 36, Langwaffenschaden 82. Na gut, und wie sieht's hiermit aus? Die Reichweite. Wo sehen wir das? Hier sehen wir das. Die Reichweite. Flüsterrohr. Hörbarkeit. 10 Meter. Und dann nochmal 20 Meter fast weniger durch das Flüsterrohr drauf. Ich sehe jetzt gar keine Änderung hier dran. Aber wird schon stimmen. Hier vorne vielleicht das ganz kleine Knubbelding da. Und dann aktueller Magazin-Mod. 9, normalerweise 3 gibt es jetzt mehr dazu. Okay, also 12. Mhm. Schaden pro Minute wird auch gesteigert. Und die Schussgeschwindigkeit. Schuss pro Minute. Auch nochmal eine Steigerung dadurch drin, durch das Magazin. Dann durch die Visiere. Ach, schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, wie weit das hier denn schießt im Vergleich zu dem anderen. Ah, das kriegen wir wohl nie raus. Egal, aber dafür haben wir jetzt eine richtig starke Waffe. Und die könnten wir ja eigentlich noch... erstmal reparieren, genau. Reparieren. Und dann könnten wir vielleicht noch dran tüfteln. So, reparieren. Oh, wir haben wenig Ersatzteile hier. Mhm, das war's mit unseren Ersatzteilen. Hier können wir aber auch reparieren. Oh, da haben wir genug Ersatzteile. Ja, kein Problem. Wir haben ja Ersatzteile gelagert. Also notfalls können wir uns welche holen. Ich finde es jetzt aber auch nicht ganz so tragisch. Zerlegen wollen wir natürlich keine jetzt im Moment. Moment. Ultra. Haben wir da nicht 3 Mods gerade drauf gemacht? Können wir nochmal 2 Mods hier drauf machen? Ja, vielleicht ist es das. Und hier sind gar keine Mods drauf. Doch, das sind 3. Vielleicht können wir hier nochmal 3 Mods zusätzlich drauf machen. Für noch bessere Reichweite. Ja, wahrscheinlich. Deswegen stehen vielleicht die Zahlen in Klammern immer dahinter. Von welchen Modifikationen haben wir denn viele? Das probieren wir mal aus. Da war doch irgendwas mit 7. Ich glaube, die haben wir sogar dran geschraubt. 7, da müssten wir jetzt noch 6 haben. Hiervon. Ja, Weitsichter, Waffen, Reichweite. Nehmen wir mal einen mit. Ach so, Moment. Jetzt leuchten alle Punkte. Hier. Ja, wir sind ja auch nicht an der Werkbank. Modifizieren. Jetzt leuchten hier an der Werkbank aber auch alle 3 Punkte. Hm. Ja, ich verstehe nicht ganz. Na, ist ja auch egal. Wir brauchen Waffenteile. Wo sind die? Ach, hier. Oh, so viele Rüstungsteile brauchen wir gar nicht. Ja. Hier, Hacken 7, okay. Langwaffen, ah ja. Da können wir, an Gerät hatten wir ja keine Mod mehr für, oder? Wollten wir da was dran schrauben?
Ach, hier sieht man die Symbole auch. Panzerung ist dieses Symbol hier mit den Streifen. Ja gut. Schutzkleidung? Nö, wir haben gar keine Mods mitgenommen. Ist doch alles Palette hier mit unseren Kleidungsstücken. Das Einzige, was noch fehlt, wäre Tüfteln, meine ich. Reparieren können wir auch nichts mehr. Gut. Das Einzige wäre also Tüfteln. Wir haben hier unser Jagdgewehr Ultra. Zweimal jetzt. Was? Warum das denn? Taumeln? Taumeln. Moment, ich wollte die vergleichen. C. Mit dem hier. Vergleichen C. Geht nicht. Oh, ich verstehe das nicht so ganz hier. Das ist zu kompliziert im Moment für mich. Da muss ich öfter mal gucken, wie das funktioniert. Ich dachte, man könnte die jetzt vergleichen, wenn man C drückt. Irgendwas passiert ja auch, aber... Nö, scheinbar nicht. Okay, dann müssen wir eben so vergleichen. Warum haben wir jetzt zweimal dieses Jagdgewehr Ultra, bitteschön? 228 Schaden, 204 Schaden nur, Stufe 14 nur, Stufe 19 das hier. Glatt- und Geradlauf, Fernkampfwaffenstreuung, Fernkampfwaffen, Fadenkreuzschwanken, minus 80, das ist aber doch viel besser. Naja gut, die macht immer noch Krach. Hier haben wir das Flüsterrohr drauf. Aber wir nehmen doch jetzt keine zwei Jagdgewehre mit. Dann müssen wir das hier ablegen. Und das hier verbessern. Das müssen wir dann ja auch auf 200, 228 erstmal kriegen. Was habe ich denn da mir gedacht dabei? Wir hatten ja schon das gute Jagdgewehr, Mensch. Tüfteln 50. Wir wollen jetzt nicht tüfteln. Wenn überhaupt, dann hier ran. 190 nur das Tüfteln hier? Aber die ist so laut. Na, das ist ja auch noch keine richtige Sniper. Das ist ja ein Jagdgewehr. Ein Sniper kriegen wir da. Irgendwo ist ein Scharfschützengewehr, haben wir gesehen. Wenn wir hier einen besseren Ruf haben in Fallbrook, dann kriegen wir hier schon mal ein Scharfschützengewehr. Also verzichten wir auf das Tüfteln erstmal. Wir gehen so weiter, finde ich. Aber da müssen wir immer so oft schießen. Wo ist denn das Sturmgewehr Ultra? Genau, die können wir austauschen. Adlerauge Sturmgewehr. Oh nein, wo können wir das auch nicht vergleichen? Ah, das gibt's auch nicht. So können wir jetzt vergleichen, oder? Im Inventar funktioniert das mit dem Vergleichen? Ja, hier funktioniert es mit dem Vergleich. Okay. Aber was ist jetzt was? Oh nein! Ja, das erste wird das oben sein. Ja, das obere ist besser. Dieses hier ist schlechter. Oh nein! Und wenn wir jetzt dieses Adlerauge vergleichen mit dem hier... Magazingröße. Plus 50. Ah, das muss ja... Ach so, das ist aber das hier mit dem Blitzschaden, mit dem Schockschaden drauf. Dieses hier müssen wir vergleichen. Das müssen wir mit dem hier vergleichen. So muss das sein. Aber was ist jetzt was? Welches ist welches? Ausschalten und das hier ist Stufe 20 und das hier Stufe 17. Dann muss ja dieses hier besser sein. So, das Markierte ist also immer auf dem rechten Platz scheinbar. Ja, Stufe 17, da müssten wir ein bisschen schon tüfteln daran. Magazingröße haben wir dran und Großvisier. Schaden nach Rüstung. Egal, wir lassen das eine jetzt hier, das Schlechtere. Und dann im anderen tüfteln wir ein bisschen. Das ist aber das hier. Da sind nur zwei dran, genau. Schaden nach Rüstung, ja. Das lassen wir hier. Und von denen hier lassen wir...
das hier, glaube ich. Das haben wir ja gar nicht repariert. Ich dachte, wir hätten alles repariert. Wir haben doch alles repariert gerade. Da ist doch alles repariert. Warum? Was ist das denn? Sind doch alle repariert. Hä, was habe ich denn? Mein Gehirn? Was ist denn? Ich habe gerade gesehen, dass hier noch so ein Schraubenschlüsselsymbol war. Vorhin. Da dachte ich, wir müssten das noch reparieren hier. Okay. Egal. Wir legen erstmal weg, was wir nicht brauchen. Moment, Schloss knacken. Wir legen erstmal weg, was wir nicht brauchen, habe ich gesagt. Diese Waffe. Wo ist jetzt die andere Waffe von. Also, dann nehmen wir die mal raus aus dem Inventar, damit wir sehen können. Ach, das kann man ja nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit gegen Roboter hier. Diese hier haben wir jetzt verbessert mit Flüsterrohr drauf, ja. Ja, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, welche besser ist. Ja, scheinbar die wir vorher hatten. Das hat überhaupt nichts gebracht, was wir hier gemacht haben. Das ist total. Sturmgewehr Ultra, was haben wir damit gemacht? Wo ist denn das andere Sturm? Adlerauge, Sturmgewehr und. Ach so. Ja, dann schmeißen wir hier das Adlerauge, Sturmgewehr raus. Und das hat ja die Weitsichter Waffenreichweite. Dann werfen wir die beiden raus, Jagdgewehr Ultra. Da müssen wir aber das hier noch verbessern, tüfteln müssen. Da müssen wir ein bisschen tüfteln dran. Und zwar bis 128 wenigstens Schaden. Hm. Oh nein, was ist denn jetzt? Das hier raus. Nein, das bleibt drin. Das hier raus. Adlerauge, Sturmgewehr. Dann haben wir zur Not noch immer das mit dem Schockschaden drauf. Ja, okay. Hat das auch ein größeres Magazin? Nein, hat es nicht. Schock hat es drauf. Und Schaden nach Rüstung. Und das hier hat Schaden nach Rüstung auch. Okay, da können wir ja nichts falsch machen jetzt. Okay. Okay. Das ist ja das. Genau. Tüfteln in der nächsten Folge? Nee, das machen wir jetzt noch. Ich muss gucken, ob ich die Folge nachher irgendwie in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lasse oder so. Damit die nicht so lang wird. Das ist jetzt so ein bisschen verwirrend gewesen alles. Für mich. Alles zu viel. Bis 128 müssten wir hier also dran tüfteln. Wo haben wir es hier? 50. 104. 190. Und 340. 648. Ja, damit haben wir es bestens verbessert. Besser geht's nicht. Ist das überhaupt die richtige Waffe gewesen? Sturmgewehr Ultra, war das nicht die Waffe, die verbessert werden sollte? Da bleiben unsere ganzen Bits immer. Wir brauchen mehr Bits. Ja, so reicht das aber erstmal. Und das Ding wollen wir auch die ganze Zeit hier mit uns rumschleppen. Scheinbar schon. Ach, sind wir jetzt fertig im Moment? Um was abzulegen, müssen wir das erstmal wieder umziehen. Das heißt, das da drauf, dann können wir das wieder zurücklegen und hier bin ich mir nicht sicher. Mittel, Hacken aber 7. Können wir unterwegs schon gebrauchen? Medizin haben wir bis jetzt nie gebraucht unterwegs.
Wir haben nie jemanden gefunden, der verletzt ist. Warum ist denn das hier noch kaputt? 100%, aber der Schraubenschlüssel ist dran. Egal. Ich wollte hier lassen, dieses Teil. Technik brauchen wir unterwegs dann nicht. Obwohl, das ist total leicht, oder? Das wiegt gar nichts? Doch, 0,10. Ja, wenigstens das könnten wir ja mitnehmen. Dann bräuchten wir... Wo ist es denn jetzt? Ach, das haben wir, das tragen wir gerade, das andere Teil nicht. Aber das ist leicht, das, was wir bei haben. Wir haben jetzt Langwaffen hier, Mittel, immer noch kein Gerät drauf. Dann lassen wir das auch erstmal hier. Und Schlossknacken plus 5 haben wir da nicht. Hacken plus 5, das reicht ja eigentlich. Hacken plus 7 brauchen wir eigentlich nicht unterwegs. Ja, weil das wiegt 5 Kilo. Und dann brauchen wir Schlossknacken. Hacken haben wir hier. Medizin brauchen wir eigentlich dann auch nicht. Haben wir noch nie gebraucht. Schade. Und die Kleidung. Ja, Dialogfertigkeiten, die brauchen wir in den Städten immer. Und die Brille für Hacken. Und hier für Schlossknacken ein bisschen was. Und Hacken hier nochmal ein bisschen mehr. Ja, dann werden wir immer sagen, oh, im Raumschiff, da haben wir eine gute Heckenrüstung. Aber das können wir eigentlich sowieso mitnehmen, weil wir doch unterwegs... sind, um jetzt irgendeine Firma zu infiltrieren, oder? Da werden wir doch mit Sicherheit viel hacken dürfen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Wiegen die überhaupt was? Hm, nicht wirklich. Ja, ein paar lassen wir trotzdem hier. So. So, liebe Welt da draußen, ich hoffe, wir sind jetzt fertig mit allem. Das richtet auch nicht mehr so viel Schaden an. Ich würde ganz gerne mehr tüfteln, wir brauchen aber mehr Coins, mehr Bits, meine ich. Und solange wir die nicht haben, ergibt das nicht so viel Sinn. Da mit dem Tüfteln, ja, ergibt Sinn, wir können ja besser schießen dann und alles, aber... Das ist doch jetzt bestens verbessert, bestens getüftelt hier dran. Ja, das soll reichen. Aber ja, wir werden schon klarkommen damit. In der nächsten Folge geht's dann endlich weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.